Mathematiker Kiwi hat in den letzten beiden Schuljahren schon viele geometrische Figuren kennengelernt. Zum Beispiel das Dreieck, das Rechteck, das Parallelogramm, die Raute oder das Trapez. Nur von den wenigsten kann er wirklich etwas berechnen. Eigentlich kann er nur vom Rechteck den Flächeninhalt und den Umfang berechnen. Und das soll sich in den nächsten Videos jetzt ändern. Doch zuvor muss Kiwi etwas über Höhen im Figuren lernen. Was sind jetzt Höhen in Figuren? Schauen wir uns das am Beispiel des Trapezes an. Wir zeichnen ein Trapez auf und ein Trapez hat genau zwei parallele Seiten. Und die Höhe im Trapez ist der Abstand zwischen den zwei parallelen Seiten. Abstand muss man aufpassen. Abstand heißt in der Mathematik immer senkrecht. Das heißt, ich muss das Geodreieck senkrecht anlegen und hier dann den Abstand einzeichnen. Dann habe ich natürlich hier eben einen rechten Winkel. Hier oben hätte ich auch einen rechten Winkel, weil ja die beiden Seiten parallel sind. Und die Höhe nennen wir einfach h. Die Höhe h im Trapez ist also der Abstand der beiden parallelen Grundseiten. Schauen wir uns das Parallelogramm einmal an. Das Parallelogramm hat ja auch zwei parallele Seiten immer. Ich kann also hier genauso vorgehen wie im Trapez. Einfach das Dreieck anlegen, im rechten Winkel die Höhe einzeichnen und schon bin ich fertig. Hier habe ich aber die Höhe HA genannt. Warum habe ich hier die Höhe H und hier habe ich sie noch HA genannt? Das ist natürlich die Höhe von der Seite A. Man könnte sie auch Höhe der Seite C nennen. Aber im Parallelogramm gibt es nicht nur eine Höhe. Wenn wir uns das Parallelogramm nämlich drehen, könnten wir hier auch noch eine zweite Höhe einzeichnen. Das kann man auch in diesem Parallelogramm machen. Man muss eben hier das Geodreieck im rechten Winkel anlegen und dann den Abstand von der Seite D zur Seite B eben hier antragen. Auch hier wäre dann ein rechter Winkel, genau wie hier oben. Und auch das ist eine Höhe und die nennen wir dann HB. Die Höhe H im Parallelogramm ist also der Abstand zwischen den parallelen Seiten. Und da gibt es eben zwei, weil es zwei parallele Seiten gibt. Kommen wir zur Höhe im Dreieck. Schauen wir uns das Dreieck einmal an. Hier gibt es ja keine parallelen Seiten, also muss die Höhe im Dreieck etwas anderes sein. Das ist es auch. Das ist nämlich immer das Lot vom Punkt auf die gegenüberliegende Seite. Lot, das wissen wir, heißt auch wieder senkrecht. Das heißt, die Senkrechte von der Seite C durch den Punkt C. Das wäre die Höhe HC. Jetzt gibt es natürlich dann im Dreieck nicht nur eine Höhe, sondern genau drei Höhen, weil ich kann ja auch das Lot vom Punkt B auf die Seite B fällen. Hier einfach wieder die Senkrechte einzeichnen. Genauso kann ich natürlich auch vom Punkt A auf die Seite A machen. Dann habe ich meine drei Senkrechten, die ich nach den Seiten und Punkten HA, HB und HC benenne. Die Höhe im Dreieck ist also der Abstand vom Eckpunkt zur gegenüberliegenden Seite. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Schauen wir uns das an. Wir wollen jetzt hier von diesem Punkt C hier oben einmal das Lot auf die Seite C fällen. Das ist schwierig, weil wenn ich hier runtergehe, habe ich nie einen rechten Winkel. Da muss man Folgendes machen. Man muss das ein bisschen erweitern. Hier wieder das Geodreieck anlegen und auch schon habe ich hier eben die Höhe. Die Höhe im Dreieck kann nämlich auch außerhalb des Dreiecks liegen. Wir halten also noch fest, im Dreieck gibt es immer genau drei Höhen, die sich in einem Punkt schneiden. Den nennt man Höhenschnittpunkt, aber dazu kommen wir später noch. Und es gibt auch Dreiecke, wo die Höhe außerhalb des Dreiecks liegt.